Messen Sie 33 cm von der Rückseite aus. Zeichnen Sie einen Kreis mit einem Durchmesser von 25 cm und schneiden Sie ihn aus. Stellen Sie den Ofen in der Mitte des Fußbodens auf. Das Loch des Holzofens befindet sich direkt über dem Loch in dem Dach. Stellen Sie sicher, dass das doppelwandige Rohr durch das Dach führt. Halten Sie das Ofenrohr in der Mitte und schrauben Sie die Edelstahlplatten mit 4×20er Edelstahlschrauben an das Dach. Besprühen Sie das Rohr mit einem Gleitmittel oder Wasser, damit der Gummistrumpf leicht über das Rohr gleitet. Setzen Sie die Schlauchklemme oben auf den Strumpf und ziehen Sie sie fest an. Versiegeln Sie dann den Strumpf mit Bitumendichtmasse und drücken Sie ihn gut an. Schrauben Sie die Muffe mit Bohrschrauben fest und setzen Sie die letzten Rohrstücke ein.